alle krank. Das ist bestimmt von dem Jan. Der böse Jan. Mit seinen Rumgerotze. Ah ja, egal. Muss trotzdem weitergehen. Ich muss im Laden sein. Ja, es war aber gar kein Streikzettel dran. Heute auch nicht. Hat auch keiner mehr was gesagt jetzt. Also es ist kein Streik. Weiß ich nicht. Kita-Streik nächste Woche, Abo, eine Woche lang. Vielleicht ist es auch erst am Montag dann. Ja, so ist es dann. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mal gucken. Meinst du, ich soll mal nach einer anderen Kita kommen? Wieso streiken? Naja, das kannst du mit Pummel auch nicht mehr machen. Die schöne Stunde. Guten Morgen, es ist sehr kalt heute. Ich befinde mich jetzt wieder im Keller. Für die nächsten 12 Stunden. Mal schauen, wann der erste kommt. Jo, ich war heute Morgen schon wieder einkaufen, hab einen schönen Monopot bekommen. Den hier, den fand ich gut. Für eine Kamera halt, ne? Die drauf geschraubt wird. Da habe ich 5 Euro für bezahlt. Total geil. Und dann habe ich noch ein bisschen Videorekorder bekommen, Alter. Panasonic. Auch ein schöner. Schau mal hier. Ey, Königsklasse damals. Mit Videoschnittfunktion. Total genial. Das ist super, so ein Ding hat damals 1700 Mark aufwärts gekostet. Ich habe keine Ahnung genau vom Originalpreis mehr. Ich weiß nur, damals, wo ich sowas mal haben wollte, konnte ich es mir nicht leisten. Was ich jetzt so geil fand, die Videos, die man damals so aufgenommen hat, mit so einem Panasonic Schultercamcorder, auch mal zu schneiden. Ich weiß nicht, wer die Dinger noch kennt. Diese riesen Teile mit VHS-Kassette konntest du ja direkt hier hin und dann hier bearbeiten. Das war total genial. Fernbedienung ist dabei. Die funktioniert auch. Geil, 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 geil. Finde ich genial, finde ich super, finde ich toll. Den habe ich bekommen. Dann habe ich den Macro System Casablanca Kron bekommen. Der ist auch cool. Mit DVD-Brenner drin. Da konntest du dann dein Material auf DVD brennen. Sozusagen. Und ist auch ein Videoschnittsystem. Halt. Das ist natürlich alles veraltet mittlerweile. Aber es ist ja. Zack, siehst du. Er hat so ein bisschen Schleppscheiße hier. Kommt nicht ganz nach oben. Braucht ein bisschen Überredung. Auch cool. Auf alle Fälle. Geil. Und dann habe ich noch einen Panasonic bekommen. Ein super VHS. Den Panasonic NVHS 950 HiFi Stereo. Auch der geil. Und ein schöner Zustand. Die sind alle schöner Zustand. Sehen alle top aus. Gut aus. Gepflegt. Waren ja auch mal teuer. Ja, und direkt bekommen für quasi fast einen Apfel und ein Ei. 40 Euro habe ich bezahlt für alles. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, liebe Leute, was war denn gerade? Egal. Also, die Kamera hat gerade die ganze Zeit aufgenommen und es ist nichts passiert. Egal. Das hat gelöscht. Kriegt ihr quasi gar nicht mit. Ärgert mich nur und wundert mich. Häufigster Defekt bei der Sachs S7 7-Gang Nabenschaltung, dass diese Schaltbox kaputt geht. Wie man sieht, die schaltet gar nicht mehr zurück. Ich will nur erstmal Inspiration haben. Die sucht's am Ende. Du bist die Vorhut. Genau. Ja, na, das geht gut. Aber ansonsten, das hatten wir schon öfter so was, so ja, mit Umbau und so und dann, oh nee, ist doch wieder anders. Nee, ich will erstmal nur so vorsuchen. Ja, was suchst du denn? Na, ich denke mal sowas in die Richtung irgendwie. Schon so Rahmen, Radrahmen. Na, schauen wir mal. Ich habe hier diese Schaltbox schon mal abgeschraubt, aufgeschraubt. Bis dahin. Und probier mal das jetzt zu bewegen. Moin, moin. Wolfgang! Was ist los? Halt! Ich sah, soll ich einen Stuhl hochbringen? Ich bin halt, schon ab. Moment, da
Danke. Ich bin schon dabei. Jetzt hast du Pech. Was musst du denn von Lidl holen? Ach, da war jetzt was drin, eine Zeitung. Eine Gabe. Eine Krimpszange waren das, so eine 3 Stück für 4,99 €. Krimpzange? Ja. Krimpzange. Hast du die schon mal? Nee. Hat er wieder gehört, einzugehen und dann hat er gesagt, ich sag mal Geld, dann hol ich dir nicht. Boah, siehst du, bist ja netter. Ja, da ist er wieder. Und ich muss sagen, es läuft jetzt. Ich habe nur ein paar Mal bewegt. Und ich weiß ja nicht, irgendwie funktioniert das jetzt. Ein paar Mal hier hin und her bewegt. Es knirscht ein bisschen da drin. Aber es läuft. Ich probiere es mal mit dem Einbauen. Das wäre ja eine sehr günstige Reparatur. Gerade ein Bettler vorbei. Hat hier irgendwie 3 Finger und den vierten, den hat er hier oben angenäht. So, der guckt hier so raus. Also keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Aber den kenne ich ja schon jahrelang, wa? Und der kommt immer mit seinem Finger so an, so, bitte, so. Ich weiß nicht, ob Zigeuner, Rumäne, Bulgare, irgend sowas. Und alle Leute so, drehen sie so an, die wieder weg, wa? Da ist das ja, nichts. Ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das ein Unfall war oder ob sie das mit Absicht angenäht haben, so ein Ding. Oder ist das nur Maske oder so? Ich weiß nicht, das sieht so unnatürlich aus. Sieht ja nicht aus wie eine Fehlbildung, weil das auch so eine Rand hat. Das ist komisch. Ich will ihm ja nicht. Also der arme Kerl, ja, wenn das so ist und so. Aber ich meine, er lebt da ja ein Leben lang schon damit, wenn das so ist, eine Fehlbildung ist. Und dann kommt er ja damit gut klar. Ne? Da muss er ja nicht mit seinem Finger immer so ankommen. Und das ist wahrscheinlich sein Goldfinger quasi. Ich möchte nicht wissen, wie viel der schon verdient hat mit diesem Finger. Einmal haben wir gesessen beim Essen im Café, da kam der auch vorbei und hält bei jedem auf dem Tisch seine Hand so hin. So. Und alle so, oh nee, komm, hau ab und oh, weg. Und so. Das ist keine Art und Weise, wa? Aber die sind durch Penetranz, erbetteln die so viel Kohle, das ist unglaublich. Das ist wieder in Ordnung, wie es aussieht. Geil, finde ich gut, finde ich super. Aber der Zug muss die Tausch stellen, der kratzt da drin, ist ja irgendwo aufgekröselt und bleibt irgendwo hängen. Das geht natürlich dann nicht. Also wenn man hier durchs Fensterchen guckt, sieht man, dass der Zug sich hier verkeilt hat. Wahrscheinlich aufgrund des Schaltens tatsächlich. Und dieser Nichtfunktion dieser Schaltbox hinten. Und man kriegt den jetzt. Oh. Leider nicht mehr raus. Jetzt müssen wir den hier aufschrauben. Da unten einmal. Ich zeige euch mal, wie geht. Also wir schrauben diese Metallklemme hier raus. Raus. Man muss erst die Schraube rausnehmen, dann kann man die Metallklemme rausnehmen. Dann drücken wir die 2 Teile hier rein. Teil 1, Teil 2 und drücken die Verriegelung durch. Zack. Dass diese Feder rausspringt, das ist ganz normal. Das sage ich jedes Mal. Normalerweise geht es natürlich wesentlich einfacher, aber in dem Fall halt nicht. Jetzt holen wir hier den Rest von dem Zug hier raus. Den schneide ich ab.
So, jetzt schneide ich ab. Zack. Raus damit. Raus damit. So. Ich habe mich entschlossen, ich ziehe vorher den Zug gleich hier hin. Falls er sich doch nochmal irgendwo verhaken mag, kann ich das gleich, dem gleich entgegenwirken und setze es erst jetzt wieder zusammen. Vorbereitung. Einsetzen. Ansetzen. Und verriegeln. Metall rein. Metall verriegeln, Schelle verriegeln sozusagen. Hier. Ja, und jetzt geht's los. Moin. Ich wollte dich mal fragen, wie viel kosten wir denn die Kette auswechseln? Kommt auf die Kette drauf an. Was hast du denn für eine? Ja, was brauchst du für eine? Brauchst du denn davon? Weiß ich nicht, was da für Unterschiede gibt. Was hast du für eine Schaltung? Ich habe so eine. Ach so, Nabenschaltung wahrscheinlich, oder? Nee, eben nicht Naben. Nee, ich habe eine. Hast du das Rad dabei? Ja. Na, dann schauen wir doch mal drauf. 3 Stück für 6 Euro ist da billig, oder? Ja, natürlich. Ja. Wenn ich viel Haus gebraucht. Gebogen mit Blech halt nur. Mit Papier, aber die reicht da noch aus, aber alles da brauchen wir. 6 Euro, naja, das ist ja natürlich nichts, ey. Ich meine, aber. Jo, oh. Zug einstellen. Bei SRAM, SRAM S7. Machen wir auch. Ich habe hier so ein extra frühes SRAM, so eine Einstellhilfe. Damit ist es echt simpel. Ihr versteht eventuell das System schon, also ne, so zack, zack und so. Ich zeig's euch gleich genau, wie es funktioniert. Und zwar fädelt man erstmal diesen Gegenhalter hier drüber, über den neuen Zug. Also geht los, wir haben hier unseren wunderschönen Elefanten, den Rüsselfanten. Und da haben wir eine Einstellung für S7 und für P5. Wir haben eine S7. Ja. Und da stecken wir unsere Befestigungsschraube rein. Ja, ist ganz simpel. Dann nehmen wir diesen neuen Zug hier und führen ihn durch diese Schraube. So hier. Und stecken dann. Natürlich ist es noch beweglich hier so. Ja, so, so. Und stecken dann alles bis zum Anschlag hier ran. Richtig ran. Und ziehen auf Spannung. Halten wir das. Perfekt. Wenn wir das dann jetzt hier so schön auf Spannung haben, dann drehe ich einfach fest. Und schwuppdiwupp, mein Zug ist optimal verlegt oder optimal gekürzt, ja, er ist optimal eingestellt. Perfekt sozusagen. Ein Hoch auf die Einstellhilfe. Das ist eine günstige Variante jetzt. Jetzt kostet es eben nicht diese, was weiß ich, 45 Euro, was hier diese die ganze Apparillo kostet, sondern eben nur den Zug und ein bisschen Arbeit. So, das ist doch auch angenehm. Zack! Zack, zack. Hallo liebe Leute. Ja. Was ist hier los? Eine Dokumentation. Oh. Ich freue mich auf die Dokumentation. Na, hoffentlich. Muss ja auch Spaß machen, ne? Diesmal nicht mehr hier. Ja, ich habe auch gar nicht geguckt. So. Bei deinem Rad ist. Ja. Wirst du wahrscheinlich wissen schon, aber mir ist es ja jetzt aufgefallen, ich habe keine Reparatur. Freude und ich komme vorbei.
Wie war die? Ist der hier in Deutschland schon? Ja, der ist schon, glaube ich, auf Schumannstraße. Aber das ist doch schön, das muss ich noch lernen. Ins Leben bitte. Nicht gestellt, das weißt du. So, außer diese Scherne. Ich muss nur gucken, ob die zu viel sind oder zu wenig. Weißt du? Oder nur ein sehr kurzes Lagerleben. So machen? Wieso soll ich so machen? Ich kann so machen. Sagst, so machen. Du sagst, es ist Nutella. Es sieht aus wie Nutella. Das ist sehr, sehr gutes Fett. Sehr schön. Sehr schön. Haja, ein schönes Rad hier mit einem platten Reifen und wir checken mal die Pelle, ob die okay ist. Vorhin habe ich ja schon eine Scherbe hier rausgeholt. Jetzt ist eventuell noch von innen etwas drin an dem Punkt. Den suche ich jetzt. Hier ist was, aber da ist, naja, da ist überall was drin. Das ist das Problem. Sehr schön. So, wunderbar. Wir haben hier eine neue Herausforderung. Und zwar... Dreimal auf der Rad ein Tretlager. Kommen wir alle mit den größten Krücken hier an. Das ist unglaublich. Ich fürchte, das ist ein Lager, was ich nicht rausbekomme. Was sagst du dazu? Na ja, das sind so eine Räder. Aber du schaffst das, Thomas, du kriegst das hier nicht. Nee, ich krieg das nicht raus. Ich glaube, ich schaff das nicht raus, das rauszubauen. Aber werden wir halt gleich sehen. Wo bauen wir denn jetzt die Kamera hin vor Schreck? Das ist aber jetzt ja noch richtig. Das ist kaputt gefahren. Da hab ich zu ihm gesagt, ich sage, das hält nicht mehr lange. Zack, kaputt. Und ich sage, ich höre das dann, dann habt ihr ja manchmal richtig Geld, aber wenn ich den Preis, für den ich den Preis zahle, das kostet dann 20 Euro, das kostet dann 30, das sind 50. Dann wird das immer mehr überlegt, dann naja. Immer mehr. Zack, 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 20. Also ich könnte ja noch wieder 3, 4 Jahre, wa? Ja, na, dafür ist das, ist ja auch gut, und so ein Fahrrad muss man investieren. Ja, ja. Aber die meisten, die schreckt der Preis ja ab. Die sagen, viele lassen ja ihre Räder nicht reparieren. Was ich dann wiederum nicht verstehe. Mein Neutrad ist doch noch teurer. Ja, klar. Weil ich das Fenster aufgehört habe, ich mal an. Dann habe ich dort meine Post rausgenommen heute, weil ich kein praktisch drin gehabt. Lager ist kaputt. Hä? Ich sage, das Lager ist kaputt. Gott sei Dank, raus ist es, ey. Hast du sowas da? Ja. Herr Wolfgang hat recht gehabt, der Tommy hat es geschafft. Ja, ja, ja. Tommy schafft alle. Ja, Tommy schafft es. Das ist gut so. Ich hab nur gehört, das war tierisch laut draußen. Ja, ja, ja. Der ist hier wieder weg. Ja, der wollte heute eigentlich vorbeikommen, aber ich glaube, der kommt nicht. Müssen wir eigentlich was essen zusammen. Aber irgendwie hat er das wohl offensichtlich vergessen, oder was? Ich weiß es nicht. Ach so, von dem, Plattendach, weißt du? Das Gewinde ist Schrott da drin. Zeig dir so, wie es ist. Ich wiege ja ein bisschen was. Ich habe auch ein bisschen Kraft in der Beine. Wenn ich da mehr als 100 Kilo Druck drauf geben muss, das kann doch nicht normal sein. Ne? Ich will mal zeigen. Alter. Ey, das war ein Scheiß. Ja? Also, man muss dazu sagen, so, das alte Lager habe ich jetzt weggehauen. Naja, kannst du mir schon vorstellen. Erstens müsstest du nochmal kommen zum nochmal nachziehen, wenn du ein bisschen gefahren bist. Kann ich auch selber machen, oder?
Kannst du selber machen. Mit dem, was ist denn nur. Oder nee, was das ist nur eine Kappe hier. Achso. Da braucht nur eine. Dahinter steckt eine Nussplastik. Na ja, na eben. Kann ich aber selber machen. Kann ich jetzt doch nicht mehr selber machen. Da muss ich einfach nur was reinstecken. Ich glaube, ich komme ich komm dann doch nochmal vorbei. Mein Laden, willst du machen? Ja. Wolfgang, mach den Shop? Nee, im Sommer ich hab jetzt zu meinen, nee. Ich bin alles gekannt, wie du das so machst. Ja. Das meine ich jetzt, ja. Dann würde ich den Laden holen. Dann würde ich sagen, komm, vor 3-4 Wochen. Ich weiß den Laden. 3-4 Wochen, Leute, das ist gut. Ja, Dennis hat die 10 Tage, haben ihn ganz schön zu schaffen gemacht, Lohe. Mhm. Das hat er ja auch gesagt, er meinte, das war ganz schön viel. Und das ist ja auch, dann kommen alle Leute. Und wenn du nicht gewohnt bist, dann quatschen die dich alle zu. Okay, ich würde mal sagen, wir machen Feierabend. Oh ja, Wolfgang, alle Leute hier drüber. Wolfgang, du musst ohne Haus sehen, wa? Oh ja, Bier drüber. Ja, mach zu. Wie spät ist es genau? 3:09. 3:09. Ja, 10 Minuten später als 3:09. Ja, dann mach ich jetzt Feierabend. Dann sehen wir uns morgen wieder. Also, bis dann. Ja, schlaf gut. Mal sehen. Ja, du kommst rum. Ja? Ja. Also ihr auch, ihr seid auch mit dabei. Also bis dann. Ciao.